Hallo, hier sind Patrick und Chris von AK. Hallo zusammen. Und wir möchten euch heute mal die wichtigsten Fragen zu unserem Special Blend erklären. Ja, Frage 1, Chris. Was ist Special Blend? Special Blend ist im Grunde ein komplettes Ökosystem in der Flasche. Es enthält für den Schadstoffabbau 15 lebende Bakterienstämme, unter anderem auch photosynthetische Bakterien für ein naturnahes Aquarium. Okay, sozusagen der Kern des Aquariums. Genau. Aus biologischer Sicht. Perfekt. Zweite Frage, wann starte ich mit Special Blend? Also im Grunde verwendet man Special Blend sofort, immer in Kombination mit Night Out. Mit Night Out habe ich dann praktisch meine nitrifizierenden Bakterien im Aquarium, also die Nitrifikation. Und dann nutze ich Special Blend noch mit dazu für die Denitrifikation und somit ist mein Kreislauf geschlossen. Okay. Was uns viele Kunden fragen ist, wir haben auf der Packung eine Statussierung und eine Wartungsdosierung. Statussierung Aquarium, Statussierung Produkt. Für was bezieht die sich? Die Statussierung und die Wartungsdosierung bezieht sich immer aufs Produkt. Also auch jetzt, wenn ich jetzt schon eingefahrenes Aquarium habe, fange ich immer mit der Statussierung an. Okay, und muss ich es dauerhaft verwenden? Oder? Ja, also sollte es, sobald man in der 14-tägigen Wartungsdosierung angelangt ist, sollte man es dann praktisch dauerhaft verwenden. Hängt damit zusammen, dass sich dann später mal keine Monokulturen im Aquarium dann bilden. Okay, perfekt. Viele haben oft Angst, wenn sie sagen, ich habe jetzt mal ein paar ml zu viel reinbekommen. Ist es bei dem Produkt wichtig, dass ich genau darauf achte, was passiert mir was, wenn ich ein paar ml mehr reingebe? Kann ich es überdosieren? Also im Grunde passiert nichts, wenn man es überdosiert. Ich würde mich aber immer trotzdem genau nach der Dosieranleitung halten, weil umso mehr Bakterien ich praktisch dosiere ins Aquarium, sie regulieren sich ja selber dann im Aquarium. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt mehr Bakterien dosiere. Heißt, extreme Überdosierung, schlimmste, was passieren kann, Bakterienblüte. Wäre im schlimmsten Fall wäre eine Bakterienblüte. Aber jetzt keine andere negative Wirkung? Nein. Okay, wir empfehlen trotzdem immer, sich an die Dosierung zu halten, weil die im Labor entwickelt, ausgeklügelt genau. Ist. Völlig ausreichend. Okay, perfekt. Was viele auch wissen wollen, wie sieht es aus mit Technik drumherum? Abschäumer, Ozon, UV, an, aus? Also Abschäumer kann immer anbleiben. Ozon und UV sollte ungefähr für 6 Stunden ausgeschalten werden. Okay, perfekt. Ja, wichtige Frage. Viele kennen Special Blend gerade gegen Nitrat. Wie sieht es aus, wenn ich sehr extrem hohe Nitratwerte habe? Ist dann Special Blend auch das Richtige für mich? Da ist Special Blend auf jeden Fall auch das Richtige. Es ist halt immer notwendig, dass genügend anaerobe Siedlungsflächen vorhanden sind, wo dann eben Nitrat in Stickstoff umgewandelt werden kann und eben auch der Haushalt von Phosphat zu Nitrat. Also es muss immer auch Phosphat vorhanden sein im Aquarium, damit dann eben auch Nitrat abgebaut werden kann. Das ist, denke ich, immer ein ganz wichtiger Tipp für alle. Bakterien brauchen zwingend Phosphat als Energiequelle, genau. Sonst stoppen sie einfach die anderen praktisch Prozesse. Wie ein Treibstoff für die Bakterien. Genau, also da bitte immer drauf achten. Lass uns mal auf die Flasche ein bisschen eingehen. Viele kennen es ja, im Special Blend sind einige Schwebstoffe, Teile an der Flaschenwandung. Genau. Ist das normal? Gehört es so? Kann das ins Becken rein? Das fragen natürlich auch immer viele. Also man hat an der Flaschenwandung, die blendet man dann später am besten nochmal im Nabel dann praktisch ein. Hat an der Flaschenwandung ist ein natürlicher Biofilm. Dieser Biofilm, weil die Bakterien auch lebend in der Flasche sind, wächst. Dadurch platzt dieser Biofilm ab und dann sieht man das praktisch als Flocken in der Flasche. Diese Flocken sind aber absolut unschädlich, auch wenn ich dann das Produkt dosiere und diese Flocken kommen mit ins Aquarium und die Fische fressen dran, man braucht sich überhaupt keine Gedanken machen, also passiert gar nichts. Okay, also alles rein natürlich, was alles da drin rein, ist. Alles rein natürlich. Hat aber auch alles einen Sinn, das sagen wir auch immer dazu, bitte nie umfüllen. Das Produkt sollte genauso wie Therapie nur aus der Originalflasche dosiert werden, genau. Damit alles, was da drin ist, auch wirklich beisammen bleibt als Ökosystem, genau. Und mit ins Aquarium kommt. Perfekt. Ich denke, eine Frage, die viele interessieren dürfte, warum hat Special Blend den Geruch, der es unverkennbar macht? Also es liegt im Grunde an die Schwefelpurpurbakterien. Von den Schwefelpurpurbakterien sind 3 Arten in der Flasche enthalten. Diese Schwefelpurpurbakterien haben aber auch wiederum den Vorteil, dass sie Schwefelwasserstoff abbauen. Entsteht meistens in hohen Bodenschichten, ist giftig. Dafür hat man den Geruch zwar am Anfang, aber es wird eben Schwefelwasserstoff auch abgebaut. Genau, da geben wir ja immer den Tipp, wenn jemand nicht in der Wohnung den Geruch haben möchte, der kommt ja hauptsächlich aus der Luft in der Flasche. Oder wenn ich es öffne, nehmt euch ein bisschen Wasser aus dem Becken in ein Gefäß, auf Balkon, Terrasse gehen, dort die Gesamtmenge rein und dann ins Becken, dann kann man es noch ein bisschen minimieren. Genau. Aber
ja. Es ist im Grunde auch so, umso öfter diese Flasche geöffnet wird und umso öfter ich dosiere, umso geringer wird dann auch der Geruch. Mhm. Kann auch mal Flaschen natürlich geben, die fast gar nicht riechen. Ne? Das ist ja auch, kann auch kommt vorkommen. Auch mal vor. Also es hat verschiedene, sagen wir mal, Duftnuancen. Wichtig ist nur, also ganz wichtig ist, das Produkt darf nie nach verbranntem Gummi riechen. Also wenn es mal nach verbranntem Gummi riechen sollte, dann ist das Produkt im Grunde defekt. Okay, also das ist die Frage, woran erkenne ich die Haltbarkeit? Natürlich hat jedes Produkt ein MHD-Datum drauf, aber wie gesagt, eigentlich ist das Signal danach der Geruch nach dem verbrannten Gummi. Und es ist kein Gummi drin, aber es erinnert eben sehr stark an verbrannten Gummi. Genau, ja, MHD hat natürlich auch irgendwas mit der Lagerung zu tun. Muss es in den Kühlschrank? Kann ich es in Zimmertemperatur lagern? Was ist empfohlen? Special Blender hat den Vorteil, dass man es direkt bei Zimmertemperatur lagern kann. Sollte jetzt im Sommer, sagen wir mal, die Zimmertemperatur über 30 Grad liegen, dann sollte es schon an einen kühleren Ort verbracht werden. Also Dachgeschosswohnung, Hochsommer, dann vielleicht... Dann doch ja, mal zur Not in den Kühlschrank. Oder in den Kellerabteil mitstellen. Aber ansonsten ganz normal, Unterschrank überall zu lagern. Ja, manchmal stellt sich die Frage, wenn das Produkt offen ist, es ist mindestens ein Jahr noch haltbar, ist ja eine sehr lange Zeit, auch ungekühlt. Es kann natürlich passieren, dass das Produkt ein bisschen klarer wird von der Farbe einfach her. Ist das auf die Qualität irgendwie ausschlaggebend? Also es hängt jetzt nicht einmal davon ab, ob das Produkt jetzt schon offen ein Jahr gelagert wird. Es steht ja im Grunde, wenn man es kauft, ist es im Karton innen drin und im Karton ist es dunkel. Die Farbe erzeugen die photosynthetischen Bakterien und wenn es dunkel ist, lässt praktisch die Aktivität von den photosynthetischen Bakterien nach. Sobald ich die Flasche aber raus tue, an eine Lichtquelle stelle, reaktivieren die sich wieder oder genauso wie wenn ich dann das Produkt ins Aquarium dosiere. Okay. Also braucht man sich gar keine Gedanken. Also ist kein Qualitätsunterschied, dadurch ist nichts tot, nichts schlecht in der Flasche. Dann mal ein bisschen an eine Lichtquelle stellen. Genau, ist aber nicht zwingend notwendig. Also wie gesagt, die reaktivieren sich auch sofort wieder, wenn ich das Produkt ins Aquarium dosiere. Okay, was natürlich bei Special Blend vielen bekannt ist, ist es immer die Kombi mit Night Out zum Start. Auch bei unserer Cyano-Empfehlung gegen Cyanobakterien ist mit Night Out in Kombi. Warum oder kannst du uns kurz erklären, was macht Special Blend und Night Out, damit ich eben ein Aquarium am ersten Tag starten kann, und nicht eine klassische Einfahrphase machen muss? Also es macht im Grunde, wie vorhin schon mal kurz angesprochen, wir haben das Night Out, die nitrifizierenden Bakterien für die Nitrifikation. Wir haben Special Blend, die anaerobe Bakterien unter anderem für die Denitrifikation. Und so schließt sich praktisch der Kreislauf. Ich habe einmal Ammoniak-Nitritabbau und dann praktisch Nitrat zu Stickstoff. Okay, das heißt, ich kann also wesentlich schneller mit Lebewesen arbeiten. Genau. Ich kann Fische besetzen. Genau, da findet ihr auch eine genaue Anleitung auf unserer Website, haben wir euch alles nochmal zusammengestellt. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Kombi, wenn man sagt, Special Blend ist so der Grundbaustein für die Wasserbiologie, dann gibt es noch den Teamplayer, das Therapy. Wie verhält sich das? Wie stehen die zusammen? Also Therapy zum Beispiel enthält auch photosynthetische Bakterien wie Special Blend, enthält aber sehr viele probiotische Bakterienstämme. Und darum sei eigentlich immer für die Langzeitpflege eines Aquariums ist es immer eigentlich ideal, Special Blend zu nutzen in Kombination mit dem Therapy. Dann habe ich einmal Special Blend als Pflege für mein Aquarium und habe Therapy als Pflege für meine Tiere bzw. Aquarienbewohner. Dann habe ich sozusagen Basis für Wasserbiologie und Tierbiologie komplett geschlossen. Eignet sich auch, die haben genau die gleichen Dosierungen. Heißt, am Anfang, man kann es zusammen dosieren, da passiert nichts, aber sagen wir mal, lasst 3 Tage dazwischen und am Ende macht ihr die 14-tägige Dosierung einfach wöchentlich abwechselnd. Dann habe ich eine konstante Bakterienzugabe, habe alles drin, was ich für Wasser und Tier brauche und darauf kann ich dann aufbauen. Also kann man eigentlich sagen, Special Blend ist so, ja, das Grundprodukt, was in jedes Aquarium gehört. Und ich Therapie praktisch dann für die Tierpflege. Genau. Und ich kriege damit eben ein naturnahestes Aquarium hin, durch die photosynthetischen Bakterien, die überall vorkommen in der Natur, aber eben nur im Special Blend, auch in der Flasche vorhanden sind. Genau. Okay, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was über unser Special Blend vorstellen. Natürlich stehen wir euch auf allen Social-Media-Kanälen per Telefon, per E-Mail auch jederzeit für Fragen zur Verfügung. Wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.